Hallo und guten Tag, herzlich willkommen bei Volkswagen. Wir freuen uns, dass Sie sich für den neuen Passat interessieren. Falls Sie ihn schon bestellt haben, herzlichen Glückwunsch, Sie haben eine gute Wahl getroffen. Sie erhalten ein Fahrzeug, das wirklich einmalig ist in seiner Klasse. Einmalig in puncto Design, Ausstattung, Qualität und Sicherheit. Aber das muss ich Ihnen ja gar nicht alles so ausführlich erzählen. Sie haben ihn ja sicher schon gesehen, den neuen Passat, oder vielleicht sogar schon eine Probefahrt gemacht. Also kann es sein, dass Sie den neuen Passat schon ein wenig kennen. Wir möchten deshalb mit Ihnen heute einen Blick hinter die Kulissen werfen und Ihnen die Produktion des Passat zeigen. Außerdem möchten wir Ihnen die überaus günstige Versicherungsklasse nennen und Ihnen ein wenig die Sicherheitsphilosophie von Volkswagen näher bringen. Anschließend werden wir Sie mit den wichtigsten Neuerungen im Umgang mit Ihrem Fahrzeug vertraut machen und Ihnen vor Augen führen, wie außergewöhnlich der neue Exklusivservice von Volkswagen für den neuen Passat ist. Aber beginnen wir mal an dem Ort, wo auch Ihr Passat das Licht der Welt erblickt, im ostfriesischen Emden. Mit der Produktion des neuen Passat wurden erhebliche Anforderungen an das Volkswagenwerk in Emden gestellt. Deshalb mussten viele neue Wege beschritten werden, zum Beispiel bei der Messtechnik. Am sogenannten Funktionskubing lassen sich alle Einzelteile exakt vermessen und analysieren. Sämtliche Teile werden hier permanent überwacht, mit dem Ergebnis mehr Präzision, höhere Qualität und exakte Tür- und Deckelspaltmaße. Moderne Fertigungsverfahren steigern die Qualität der Fahrzeuge und die Sicherheit ihrer Nutzer. Eines der Hightech-Verfahren, das hier in Emden erstmals in der Serienfertigung eingesetzt wird, ist das Laserschweißen an voll verzinkten Karosserien. Die sehr schmale, durchgehende Schweißnaht hat große Vorteile. Sie ist präziser als herkömmliche Verbindungen und gibt der Karosserie eine sehr hohe Verwindungssteifigkeit bei höchsten Designansprüchen. Ein weiterer großer Schritt in Richtung von mehr Qualität ist der Einsatz voll verzinkter Bleche. Deshalb kann Volkswagen seinen Passat-Kunden eine 11-jährige Qualitätsgarantie gegen Durchrosten mit auf den Weg geben. Bisher einmalig in der Automobilbranche. Die von Volkswagen eingesetzte Wasserlacktechnik ist nahezu lösungsmittelfrei. Sie erfüllt nicht nur die hohen Qualitätsansprüche an die Lackoberfläche, sondern sie wird auch den strengen Umweltgesetzen in Deutschland gerecht. Höchster Stand der Technik auch hier. Die Lackierroboter werden mit den Konstruktionsdaten programmiert und kennen sozusagen das Auto bis ins Detail. Das garantiert eine perfekte Lackierung. Vormontagearbeiten erleichtern und beschleunigen die Endmontage. Das Cockpit zum Beispiel wird als Modul vorproduziert mit der Lenksäule, Fußhebelwerk, Heizung und Radio. Funktionsprüfungen können am fertigen Modul durchgeführt werden. Auch eine Maßnahme für mehr Qualität. Neu ist auch der Finish-Bereich, den jedes Fahrzeug durchläuft und wo es seinen letzten Schliff bekommt. Kein Passat verlässt ungeprüft unser Werk in Emden. Das war schon immer so. Aber für den neuen Passat sind noch einige Disziplinen dazugekommen. Für den abschließenden Qualitätscheck wurde eine spezielle Teststrecke gebaut, an deren Ende alle Fahrzeuge auf Wasserdichtigkeit geprüft werden. Nur wenn alles stimmt, erhält der Passat das Prädikat Qualität von Volkswagen. Sie haben gesehen, dass der neue Passat nicht nur außergewöhnlich aussieht, sondern dass auch bei seiner Herstellung neuartige und zukunftsweisende Fertigungstechnologien verwendet werden. Dies ist unter anderem auch ein Grund dafür, dass der neue Passat in die überaus günstige Casco-Klasse 13 eingestuft worden ist. Der Kundendienst von Volkswagen, der ja Ihr direkter Partner nach dem Kauf Ihres Fahrzeuges ist, hat hier einen entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung des Passat genommen. Ziel war es, dass Sie, unsere Kunden, bei eventuellen Schäden an Ihrem Fahrzeug die geringstmöglichen finanziellen Belastungen haben sollen. Wie das in eindrucksvoller Weise geschehen ist, das zeigen wir Ihnen jetzt. Früher, sagen wir in den 50ern, machte sich um die Autokosten niemand so recht Gedanken. Da war der Anschaffungspreis, das Benzin, hin und wieder ein paar Liter Öl, vielleicht noch ein Satz Reifen. Das war's im Großen und Ganzen. Das hat sich über die Jahre geändert. Deutlich. Heute ist oftmals nicht der Kaufpreis das einzig ausschlaggebende Kriterium bei der Wahl eines neuen Fahrzeugs.
Die Unterhaltskosten sind es, das haben auch die Automobilhersteller gelernt, die die Kunden mehr und mehr in ihre Kaufüberlegungen mit einbeziehen. Allein die Versicherungen machen rund 21% der Fahrzeugkosten aus. Wie sieht's aus mit dem Kraftstoffverbrauch? Was zahle ich für Wartung und Reparatur? Wie viel für Steuern und Versicherung? Fragen, deren Antworten bereits bei der Entwicklung eines neuen Fahrzeugs grundlegend beeinflusst werden können. Nicht umsonst heißt die Abteilung, die sich bei Volkswagen um diese Dinge kümmert, Produktbeeinflussung. Bei der Planung und Entwicklung des neuen Passat war das Ziel der Ingenieure unter anderem die niedrigste Kaskoeinstufung bei den Fahrzeugen der Mittelklasse. Die Klasse 14 wurde angestrebt. Schadensdurchschnitt mal Schadenshäufigkeit gleich Schadensbedarf. Nach dieser Formel legen die Versicherer die Kaskoklasse fest. Je höher die Klasse, desto teurer die Prämie. 14 ist überdurchschnittlich gut. Alles, was den Entwicklern in Wolfsburg möglich war, ihr ganzes Können, haben sie für den Passat in die Waagschale geworfen, um diese sogenannte Schadensformel gezielt und günstig zu beeinflussen. Um den Passat auch in der Kaskoklasse zum Best in Class zu machen. Eine wesentliche Reduzierung der Verformung in Längsrichtung brachte dieses Deformationselement zwischen Stoßfänger und Längsträger. Es ist geschraubt, nicht geschweißt. Das hält die Reparaturkosten niedrig. Zusammen mit einigen Optimierungen der Karosseriestruktur reduziert diese Maßnahme die Längsverformung um 50 mm. 50 mm, das bedeutet kein kaputter Kotflügel, kein gestauchter Längsträger. Teure Blech- und Richtarbeiten bleiben also erspart. Aber nicht alle Maßnahmen sind derart einschneidend. Statt eines Leuchtenbandes eine schlichte Rammschutzleiste an den Stoßfängern. Die vermeidet Lackschäden und teuren Ersatz schon bei kleinen Parkkremplern. Ein Schaden an der Stoßfängerverkleidung bedingt nicht mehr zwangsläufig den kostspieligen Austausch. Ein Kunststoff-Reparaturset, dessen Entwicklung vom Volkswagen-Kundendienst stark forciert wurde, ist die kostengünstige Alternative. Reparatur vor Austausch ist auch die Maßgabe bei anderen Bauteilen. Statt einen kompletten Scheinwerfer zu ersetzen, nur weil eine kleine Halterung abreißt, wird dieses Teil jetzt als Ersatzteil angeboten. Das alles sind konkrete Beispiele, die das Ergebnis der Kaskoformel niedrig halten. Aber Reparaturfreundlichkeit ist eine Seite der Medaille, Kostenvermeidung die andere. Ein Gurtstraffer muss nur auslösen, wenn auch der Sitz belegt ist. Die Gurtbelegungserkennung regelt das. Der Passat hat sie serienmäßig. Die Fugenverläufe des Kotflügels sind so gewählt, dass er, wenn überhaupt, erst bei großen Krafteinwirkungen in den Verformungsprozess einbezogen wird. Auch die Wegfahrsperre ist eine kaskorelevante Einrichtung, denn die Diebstahlquote schlägt sich ebenfalls in der Typklasse nieder. Nach Kundenwünschen konstruiert, auf Kundenbedürfnisse zugeschnitten. Und eine Sensation, was die Kaskoklasse betrifft. Denn das Ergebnis dieser exzellenten Zusammenarbeit zwischen den Bereichen bei Volkswagen wurde mit der überragenden Vollkaskoklasse 13 belohnt. Nun, das ist sicher ein hervorragendes Ergebnis, aber was nützt das alles, wenn nicht schon vorher dafür gesorgt worden ist, dass es gar nicht erst zu einem Schaden kommt? Und da hat der neue Passat eindeutig die Nase vorn. Mit der Erfindung von Automatikgurt und Airbag machte die Sicherheit im Auto einen Quantensprung. Bei Volkswagen sind diese Systeme immer weiterentwickelt worden. Sie gehören inzwischen zur Ausstattung eines jeden Fahrzeugs. Die ganz großen sicherheitsrelevanten Maßnahmen sind damit im Wesentlichen abgedeckt. Insassenschutz geht jedoch viel weiter. Bei der Entwicklung des neuen Passat wurden weitere wichtige Sicherheitselemente integriert, wie Seitenairbags serienmäßig, wirksame Gurtsysteme hinten, Polstermaßnahmen in den Türen, Schutz vor Ladung im Kofferraum. Kein System steht jedoch für sich allein. Zahlreiche Detaillösungen sind es, die den Passat ebenfalls zum Besten seiner Klasse macht. Wahlweise erhält auch der Mittelsitz im Fond einen 3-Punkt-Automatikgurt. Die Aufwertung des Mittelsitzes
ermöglicht jetzt die Unterbringung von Kindern aller Altersgruppen auf dem hinteren Mittelsitz. Höhenverstellbare Sicherheitsgurte am Fahrer- und Beifahrersitz sind selbstverständlich. Eine Detaillösung des Sicherheitsgurtes ist zum Beispiel der Gurtkraftbegrenzer. Das Gurtsystem arbeitet im Bereich von Millisekunden. Zuerst werden Airbag und Gurtstraffer ausgelöst. Damit der Gurt den Brustkorb nicht zu stark belastet, werden die Gurtkräfte gezielt reduziert. Der Passat erhält zur Sicherung des Ladegutes serienmäßig Verzurrösen im Kofferraum. Padding nennen Sicherheitsingenieure jene Maßnahmen, die die Insassen bei einem Seitencrash vor der harten Türstruktur schützen. An die Fahrzeugtüren werden hohe Anforderungen gestellt. Für einen größtmöglichen Insassenschutz erhalten die Türen im Passat neben hochfesten Seitenaufprallträgern besondere Paddingmaßnahmen. Zwei großvolumige Schaumkörper an jeder Tür bieten Schutz beim Seitencrash. Der Passat erhält zur weiteren Reduzierung des Verletzungsrisikos bei Seitenunfällen an beiden vorderen Sitzen serienmäßig einen Seitenairbag. Der Airbag ist in die Sitzlehnen integriert. Nur so ist ein optimaler Schutz gewährleistet, denn Seitenairbag und Insasse haben stets die gleiche Lage zueinander. Ein entscheidender Vorteil. Über einen Zentralverriegelungstaster kann vom Innenraum das Fahrzeug sehr schnell ver- bzw. entriegelt werden. Das bietet sich zum Beispiel bei einer Belästigung bzw. einem Unfall an. Verriegelte Türen werden bei einem Unfall automatisch entsichert. Sitzen wird man im neuen Passat wie in Abrahams Schoß. Die Kopfstützen sind um 40 mm weiter aus der Lehne zu ziehen und gewährleisten auch großen Personen eine gute Schutzwirkung. Die hohe Quersteifigkeit der Sitze in Verbindung mit einem karosserieseitigen Sitzquerträger bewahren den Überlebensraum bei einem Seitencrash. Eine schräge Rampe unterhalb des Sitzpolsters stützt den Insassen bei einem Frontalaufprall. Kompaktgurtstraffer am Fahrer- und Beifahrersitz als auch an den beiden äußeren Sitzen im Heck. Außen ein normaler Sicherheitsgurt, hinter der Verkleidung aber verblüffend einfache, aber äußerst wirksame Technik. Der Kompaktstraffer, der die Insassen bei einem Unfall in den Sitz zieht, arbeitet nach dem Prinzip des Wankelmotors. Zwar nur für etwa 12 Millisekunden, aber beeindruckend wirkungsvoll. Wir hoffen, dass dieser kleine Blick hinter die Kulissen dazu beigetragen hat, Sie in Ihrer Entscheidung für den neuen Passat zu bestätigen. Jetzt wollen wir Ihnen den Umgang mit dem neuen Passat ein wenig näher bringen. Für die meisten von Ihnen ist ein neues Auto nichts Ungewöhnliches. Es gibt aber ein paar Dinge, die man nicht sofort auf den ersten Blick sieht, die doch aber wesentlich sind, um mit dem neuen Passat noch schneller vertraut zu werden. Fangen wir doch mal da an, wo es für Sie am wichtigsten ist, zum Beispiel beim Öffnen und Verschließen Ihres Fahrzeugs. Der Passat besitzt serienmäßig eine Zentralverriegelung, die mit einer Safe-Sicherung ausgestattet ist. Das bedeutet, dass nach Schließen des Fahrzeuges die innenliegenden Türgriffe blockiert sind. Falls Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgerüstet ist, wird die Funktionsbereitschaft der Safe-Sicherung durch diese Kontrollleuchte angezeigt. Erst wenn Sie den Schlüssel zweimal hintereinander drehen, ist die Safe-Sicherung deaktiviert und die Türen lassen sich wieder von innen öffnen. Bei Fahrzeugen mit elektrischen Fensterhebern und elektrischem Schiebedach können sowohl Fenster als auch Schiebedach mit dem Schlüssel geschlossen werden. Der Schlüssel wird so lange in Schließstellung gehalten, bis alles geschlossen ist. Ebenso lassen sich die Fenster auch mit dem Schlüssel öffnen, wenn dieser in Öffnungsstellung gehalten wird. All diese Funktionen können auch von dem Heckklappenschloss ausgesteuert werden und machen damit das Öffnen und Schließen des Fahrzeuges sehr komfortabel. Zusätzlich kann bei einer 90 Grad Rechtsdrehung des Schlüssels die Heckklappe als Schutz gegen Diebstahl dauerverriegelt werden. Noch ein bisschen komfortabler ist natürlich die Funksteuerung, die bereits aus größerer Entfernung aktiv werden kann und mit der auch alle eben genannten Funktionen steuerbar sind. Und noch etwas ist neu.
Die elektrischen Fensterheber besitzen eine Kraftbegrenzung, damit zum Beispiel eine Hand oder ein Kinderarm nicht eingeklemmt und verletzt werden kann. Auch das Schiebedach besitzt eine solche Kraftbegrenzung. Darüber hinaus kann die Stellung des Schiebedachs vorgewählt werden. Und noch etwas zum Thema Schließen und Öffnen. In der Innenseite der Fahrertür kann mit diesem Taster das Fahrzeug sehr schnell von innen komplett verriegelt werden. So sind Sie vor ungewolltem Eindringen von außen gesichert. An den hinteren Türen befinden sich Kindersicherungen, die mit Hilfe des Fahrzeugschlüssels gesichert oder entsichert werden können. Im Gegensatz zur früheren Passat-Generation wird die Tankklappe nicht mehr durch die Zentralverriegelung verschlossen oder geöffnet, sondern sie hat einen eigenen elektrischen Taster hier unten an der Mittelkonsole. Und beim Öffnen der Motorhaube, um zum Beispiel den Ölstand zu prüfen, ist wie sonst auch von innen der Verriegelungshebel zu ziehen. Dann springt ein Zugriff aus dem schmutzsicheren Bereich des Kühlergrills hervor, der bei leichtem Anheben der Haube herauskommt. Den müssen Sie ziehen, um danach die Haube öffnen zu können. Eigentlich nichts Ungewöhnliches, nur ein bisschen anders, aber gut, wenn man es weiß. Das gilt auch für die Sitzeinstellung, die sehr komfortabel in der Höhe durch Pumpbewegungen stufenlos verstellbar ist. Für die Rückenlehnen gibt es sogenannte Lordosenstützen, die die Wirbelsäule entlasten. Eine Komforteinstellung, die besonders auf langen Strecken eine spürbare Erleichterung bringt. Aber auch die übrigen Einstellmöglichkeiten der Sitze sind komfortabel und werden jedem Körpermaß gerecht. So ist auch die Höhen- und Längsverstellung des Lenkrades eine Erleichterung für den Fahrer, weil die unterschiedlichen Körpergrößen und Armlängen angepasst werden können. Und noch ein paar weitere Dinge sind interessant und erwähnenswert. Zum Beispiel die Griffmulden im Kofferraumdeckel, den 12 Volt Stromanschluss im Kofferraum oder die Teppichhalterung, wenn man das Reserverad herausnehmen will. Apropos Räder. Alle Räder Ihres neuen Passat sind mit einer besonderen Schraube gegen Diebstahl gesichert. Der Einsteckschlüssel für diese Schrauben befindet sich in einer kleinen Hülle in der Werkzeugtasche. Einfach aufstecken und schon kann die Schraube gelöst werden. Eine zusätzliche Sicherung gegen unbefugtes Eindringen in den Kofferraum bedeutet die abschließbare Rücksitzverriegelung. Praktisch auch die Becher- und Dosenhalter vorn an der Mittelkonsole. Oder hinten im Fahrzeugfond. Ein Umluftschalter, der bei Tunneldurchfahrten oder im Stau gute Dienste leisten kann. Zusätzlich kann auch mit dem Gebläseschalter für eine Luftumwälzung im Fahrzeug gesorgt werden. Übrigens, hinter dieser Seitenverkleidung der Armaturentafel befinden sich die elektrischen Sicherungen. Ein technischer Leckerbissen ganz besonderer Art ist das Navigationssystem, das als Mehrausstattung geliefert werden kann. Es arbeitet mit Hilfe der Satellitenpeilung und mit einer CD, auf der alle denkbaren Fahrtrouten und Karten gespeichert sind. Also, wo soll's hingehen? Goslar, Bornhardstraße. Schon nach wenigen Sekunden meldet sich das Navigationssystem nicht nur optisch auf dem zentralen Display, sondern auch akustisch. Die Route wird berechnet. Sofort folgen Fahranweisungen, wie sie kein Beifahrer zuverlässiger geben könnte. Nach 500 Metern rechts abbiegen. Der Richtungspfeil zeigt auf einen Blick, wohin gleich abzubiegen ist. Der Distanzbalken gibt an, wie weit es noch bis zur nächsten Abbiegung ist. Jetzt rechts abbiegen. Die Konzentration kann sich voll auf das Verkehrsgeschehen richten. Kein lästiges Kartenlesen lenkt ab. Die freundliche Stimme informiert immer rechtzeitig. Jetzt links abbiegen. Zunächst geht's auf dem günstigsten Weg zur Autobahn. Und später in Goslar führt das Navigationssystem direkt zum neuen Kunden. So weit, so gut. Aber wie kann das Navigationssystem wissen, wo wir gerade sind? Und vor allem, wie wir fahren müssen, um zum Ziel zu kommen?
Zunächst weist der Navigationscomputer, einschließlich CD-ROM-Laufwerk im Kofferraum des Passat eingebaut, mehrere Informationsquellen intelligent zu verknüpfen und zur eigenen Standortbestimmung zu nutzen. Ein Kompass, versteckt im Dach des Passat, dient der Richtungsbestimmung. Über die Triplex-Antenne, die auch für Radio und Telefon genutzt wird, erhält das Satellitenortungssystem GPS jede Sekunde Signale aus dem All. Sie ermöglichen es, den jeweils aktuellen Standort grob zu bestimmen. Im Fahrbetrieb mit einer Genauigkeit von etwa 100 bis 300 Metern. In Städten reicht diese Information natürlich nicht aus. Durch Auswertung bestimmter Daten der ABS-Sensoren an den Rädern weiß der Navigationscomputer, welche Wegstrecke zurückgelegt wird. Aus dem Unterschied der Umdrehungszahlen des rechten und des linken Rades kann er errechnen, ob gerade eine Links- oder Rechtskurve gefahren wird. Diese Fahrinformationsdaten werden dann mit der auf der CD-ROM gespeicherten Straßenkarte verglichen. Eventuelle Abweichungen werden korrigiert. Bis auf weniger als 5 Meter genau ist so der jeweils aktuelle Standort zu bestimmen. Auf Basis dieser digitalisierten Straßenkarten wird dann auch die weitere Fahrtroute berechnet. Jetzt rechts abbiegen. Auch unvorhersehbare Ereignisse wie dieses bringen das Navigationssystem nicht aus der Ruhe. Wenn Sie der berechneten Route nicht folgen können oder wollen, dann wird kurzerhand eine neue Route vom jetzt aktuellen Standpunkt neu berechnet. Und wieder kommen Sie sicher und problemlos ans Ziel. Mittlerweile ist der Passat bereits auf Goslars Straßen unterwegs. Der Weg führt direkt in die Bornhardstraße. Sie haben das Ziel erreicht. Hier noch einmal ein schematischer Überblick über die einzelnen Komponenten des Volkswagen-Navigationssystems. Kernstück ist der Navigationscomputer mit CD-ROM-Laufwerk. Kompass und Antenne des Satellitenortungssystems GPS auf dem Dach, Sensoren an den Rädern, Bedieneinheit und zentrales Display in der Instrumententafel. Das Eingeben der Fahrtroute ist recht einfach. Mit der Taste OFF schalten Sie das System ein und aus. Es schaltet sich aber auch automatisch beim Drehen des Zündschlüssels ein, wenn Sie es nicht vorher mit der Taste OFF ausgeschaltet haben. Sehr viele Funktionen lassen sich über dieses kleine Tastenfeld abrufen. Welche Funktionen das sind und wie Sie mit dem Navigationssystem umgehen, steht alles in dieser Beschreibung. So, meine Damen und Herren, Sie haben sicher bemerkt, dass dieses Fahrzeug in seiner Klasse wirklich bemerkenswert ist und in seinen Ausstattungsdetails sogar einmalig. Aber das ist immer noch nicht alles. Der Kundendienst, der, wie wir bereits erwähnten, besonderen Wert auf die niedrige Casco-Klasse gelegt hat, bietet Ihnen noch ein Extra, den Exklusivservice, weil wir meinen, dass ein exklusives Auto auch einen exklusiven Service braucht, wie zum Beispiel die Mobilitätsgarantie. Eigentlich unwahrscheinlich, dass Sie mit Ihrem neuen Passat liegen bleiben, aber wenn es dann passiert, kein Problem. Sie erhalten entweder ein Ersatzfahrzeug oder Sie übernachten in einem guten Hotel, bis Ihr Fahrzeug wieder einsatzbereit ist. Und das alles geht natürlich auf unsere Kosten. Außerdem bieten wir Ihnen einen Hol- und Bring-Service, wenn Ihr Fahrzeug zur Wartung muss und Sie keine Zeit oder Möglichkeit haben, das Auto in die Werkstatt zu bringen. Selbstverständlich liefern wir Ihnen auch gegen eine kleine Kostenbeteiligung ein Ersatzfahrzeug. Ganz neu ist unser Angebot Spar-Sicherheitstraining. Sie können sich zu einem 4- oder 8-stündigen Fahrtraining anmelden. So lernen Sie gut mit Ihrem Fahrzeug umzugehen und gleichzeitig Kraftstoff zu sparen. Nähere Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem Volkswagen-Partner. Und noch etwas, das Servicetelefon für Passatfahrer. Unter der Nummer 0130 31 02 erhalten Sie Auskunft und Hilfe rund um die Uhr und rund ums Auto. Und das ebenfalls gratis. Egal, ob Sie eine Werkstatt suchen, eine Wegbeschreibung brauchen oder ganz einfach eine Erklärung zu Ihrem Auto haben wollen. Einfach 0130 31 02 anrufen und man wird Ihnen immer helfen. Ach ja, und eines wollte ich noch sagen. Sie haben es bereits in unserem Beitrag Produktion in Emden gesehen. Die Karosserie Ihres neuen Passat ist voll verzinkt und das ermöglicht es, Ihnen 11 Jahre Garantie gegen Durchrosten zu gewähren. Einmalig auf dem Automobilmarkt. Wir hoffen, dass wir Ihnen einiges Interessantes über den neuen Passat zeigen konnten. Und Sie wissen ja, wenn Sie Fragen haben, 0130 31 02. Und gute Fahrt mit Ihrem neuen Passat.